Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Talk heute bei der Frostcon. Ja, es geht um Meltdown und Spectre. Wahrscheinlich ist das letztes Jahr allen möglichen Leuten hier deutlich bekannt geworden. Und alle möglichen Leute dürften wahrscheinlich ein bisschen was verunsichert sein, was das genau bedeutet, beziehungsweise wo das Ganze herkommt. Jens Neuhalfen wird euch etwas darüber erzählen, und zwar so mehr auf dem Level zwischen IT-Management und IT, also jetzt nicht ganz tief drin, aber halt auch ein bisschen Architektur erklärt und was da eben abläuft, aber eben auch ein bisschen was eine kleine Management-Perspektive da drin haben. Genau. Und dann viel Spaß mit Meltdown und Spectre. Entschuldigung. Nächster Versuch? Ah, Zauberei. Genau. Ja, schön, dass wir da sind. Für so früh, also IT-früh, doch recht viele Leute. Ja, knapp 60, würde ich sagen. Ja, vielleicht mal fangen wir andersrum an. Zwei, drei Worte zu mir. Jens Neuhalfen, ich bin also ein bisschen über 40. Mehr will ich gar nicht sagen dazu. Ich mache schon ganz, ganz lange IT. In ganz, ganz verschiedenen Funktionen. Mittlerweile oder aktuell gerne diese Schnittstelle zwischen Hardcore-IT, Softwareentwicklung, Sysadmin, was auch immer, und größtenteils Produktmanagement oder IT-Management. Das ist eine ganz spannende Stelle, und in dieser spannenden Stelle kam auch genau Anfang des Jahres dieser Meltdown und Spectre. So ganz schön nach dem Weihnachtsurlaub am 3. Januar. Wir werden alle sterben, qualvoll und bald. Das hat ganz, ganz weite Wogen geschlagen. Also selbst Top-Management wusste darüber Bescheid. Das war einerseits gut, weil das war für so ein IT-Security-Problem wirklich mal Zuhörerkreis gefunden hat. Allerdings hat es keiner wirklich verstanden. Also weder von, was ist da eigentlich kaputt gegangen, noch was bedeutet das eigentlich? Und noch viel schlimmer, was soll ich jetzt tun? Daraufhin habe ich mal ein paar Slides zusammengestellt, um genau diese Fragen zu beantworten. Also was ist da kaputt gegangen? Und was muss ich jetzt eigentlich tun? Und werde ich wirklich schon morgen sterben oder habe ich noch ein paar Tage Zeit? Wenn es Fragen gibt, einfach die Hand heben. Ich versuche, die dann zu beantworten. Wenn es länger dauern würde, würde ich das da hinten stellen. Okay, fangen wir ganz einfach an. Security Goals, also Meltdown und Spectre hat was kaputt gemacht. Das ist die spannende Frage, was hat es denn kaputt gemacht? Also, was ist das Problem? Dazu kurz mal Hände hoch. Wer hier ist alles Informatiker, Schrägstrich Softwareentwickler? Ausgezeichnet. Ja, dann weiß ich, welchen Teil ich länger machen muss und welchen kürzer. Dann mache ich den Teil jetzt kürzer. Also, die ganz grundlegende Anforderung oder ein ganz grundlegendes Sicherheitsversprechen moderner Betriebssysteme, und mit modern meine ich Windows 95 und aufwärts, Prozesse müssen voneinander isoliert sein. Also ich meine jetzt nicht Geschäftsprozesse, sondern wirklich Betriebssystemprozesse. Und das sollte jedem Benutzer am Herzen liegen. Warum ist das so? Fangen wir mal ganz einfach an. Ich möchte nicht, dass diese App die Inhalte dieser App lesen kann. Ja. Ich möchte nicht, dass dieser Browser-Tab den Inhalt dieses Browser-Tabs lesen kann. Ich möchte nicht, dass diese VMs meine VMs lesen können. Ja, also ganz platt. Ich möchte nicht, dass Prozess A irgendwie auf Prozess B Einfluss nehmen kann, Informationen extrahieren kann, irgendwas machen kann. Die müssen komplett isoliert sein. Und das ist genau dieses Schwarze in der Mitte, das ist diese Isolierung zwischen den beiden Prozessen. Im besten Falle sehen die sich gar nicht. Und das ist genau das, was durch Meltdown und Spectre kaputt gegangen ist. Und zwar nachhaltig. Jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, komm später,
Eine schlechte Nachricht zuerst. Wenn euer Sicherheitskonzept diese Isolierung zwischen Prozessen als fundamentalen Bestandteil habt, dann habt ihr ein Problem. Und zwar ein größeres. Und das wird so schnell nicht weggehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht, wenn die Isolierung zwischen Prozessen für euch kein Problem ist, dann habt ihr auch kein Problem. Was meine ich damit? Also hier läuft auch ein Betriebssystem drauf, behaupte ich jetzt mal. Da läuft vielleicht ein Prozess drauf. Meltdown und Spectre, selbst wenn man das Ding angreifen wäre, wäre total sinnlos. Ja, weil der Prozess nicht isoliert ist und auch gar nicht isoliert werden soll. Die zweite gute Nachricht ist, um Meltdown und Spectre auszunutzen, muss man es schaffen, dass eigener, also als Angreifer, Code auf den Systemen des Angegriffenen läuft. Ja, es ist, man kann es jetzt auch teilweise über Netzwerk ausnutzen, aber das ist noch sehr, also funktioniert nicht wirklich gut. Aber die Kernaussage ist eigentlich, Meltdown und Spectre ist dann ausnutzbar, wenn ich es schaffe, Code auf einem Fremdsystem auszuführen. Fangen wir mal an mit klassischem Management Summary. So. Ja, Meltdown, was ist das Ergebnis? Programme können Speicher lesen, den sie nicht lesen sollen. Ja, wer ist betroffen? Eigentlich alle modernen CPUs und Betriebssysteme. Ja, mit Sternchen dran. Was ist der Vektor, also was ist der Angriffsvektor, mit dem das ausgenutzt wird, das Out-of-Order-Execution, was es ist, erkläre ich gleich, um verbotenen Speicher zu lesen und Cache-Timings, um diese Daten zu exfiltrieren. Ja, wie schlimm ist das? Schlimm. Was muss man machen, um das zu fixen? Ja, man kann irgendwie die CPU patchen, also Silikon, Microcode oder das Betriebssystem. Egal wie man es tut, das hat den einen oder anderen Performance-Impact. Also so zwischen merkbar nicht wirklich und 30% ist alles dabei. Im Regelfall also um die 5-7% muss man mit rechnen. Also vernachlässigbar. Hängt aber ganz schwer davon ab, was man hat. Spectre ist nicht eine Lücke, das sind ganz viele. Da können Programme jeden Speicher lesen, also nicht nur andere Prozesse, sondern auch aus einer VM ausbrechen im schlimmsten Fall. Auch da wieder ist alles betroffen. Hier ist der Angriff in spekulativer Ausführung, eben was out of order, Unterschied kommt auch gleich, aber selbe Mechanismen, um die Daten rauszuholen. Wie schlimm ist das? Sehr schlimm. Weil auch da muss man die CPU anpassen, also Silikon wirklich. Da muss man je nachdem, welche Variante, Programme neu kompilieren. Jetzt stelle ich mal auf die Situation, ich habe 500 Server und da sagt mir einer, pass mal auf, wir müssen alle Programme neu kompilieren und neu installieren. Also wenn ich jetzt verantwortlich wäre für die Betriebsstabilität, würde ich zumindest mal feuchte Hände kriegen. Aber da ja ganz viele ITler hier sind, mal kurz die Hand heben, also wer hält das für eine gute Management Summary? Also wer hält das für eine gute Management Summary? Ja, ich würde sagen so ein Viertel ungefähr. Okay, meine Meinung? Total schlecht. Also warum ist das total schlecht? Weil der Empfänger einer Management Summary ist Management ist. Und das Einzige, was das Management aus der Summary mitnehmen kann, ist schlimm und sehr schlimm. Genau. Genau, ne? Wir werden sterben und du zuerst. Das ist so die Aussage. Das hilft dem Manager nicht. Der muss ja was tun, das ist seine Aufgabe. Der muss es managen. Und da fehlen jetzt wichtige Informationen. Das ist eine Zusammenfassung für euch, ne? Für Softwareentwickler, für Administratoren, für ITler. Also spielen wir jetzt mal ein Spiel. Und zwar Threat-O-Meter. Ich habe mal so drei Klassen gebildet. Low-Risk, High-Risk und irgendwas dazwischen. Mit Low-Risk meine ich Systeme, die entweder völlig immun sind gegen Meltdown und Spectre oder sowas hier, oder Systeme, wo, wenn die Grundbedingungen oder die Voraussetzungen für Meltdown und Spectre eingetreten sind, sowieso schon alles verloren ist. Also ein System, auf dem Remote Code Execution der Worst Case ist,
der macht Meltdown und Spectre nicht schlimmer. Also nicht viel schlimmer. Auf der anderen Seite habe ich High-Risk-Systeme, das sind Systeme, wo Remote-Code-Execution eigentlich so der Standard ist, ich aber genau diese Isolierung zwischen Prozessen brauche. Also, dann spielen wir doch mal. Public Cloud, links, rechts, genau, High-Risk, genau, weil by Design läuft untrusted Code. Also, als die ersten Patches rauskamen, war meine erste Reaktion nicht patchen, wenn es nicht absolut zwingend notwendig ist, weil Patches, die irgendwie das komplette Memory Management eines Betriebssystems irgendwie in 2 Wochen auf links ziehen, also da kann man sich ausrechnen, dass das nicht funktioniert. Ja, Überraschung, es hat auch nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz haben die ganzen großen Cloud-Anbieter sofort gepatcht. Ja, warum haben sie das gemacht? Weil die existenziell bedroht waren davon. Datenbankserver? Traut sich keiner aus? Genau. Low risk. Genau. Also, ich möchte nicht, dass da irgendwie Code von anderen Leuten drauf läuft. Und wenn da Code von anderen Leuten drauf läuft, habe ich im Regelfall schon ein Problem. Ja, es gibt auch andere Situationen, aber das ist so der Klassiker im IT-System. Die Datenbank steht hinten und da spricht ein Applikationsserver mit. Und davor ist vielleicht noch ein Reverse-Proxy, was auch immer. Aber die Datenbank selber führt nur vertrauenswürdigen Code aus. Ja, wenn das nicht so ist, muss man sich anders hinsortieren, aber das ist so der Klassiker. Mail-Server? Ja, kann man darüber diskutieren. Ich nehme jetzt Exchange mal raus. Mail-Server würde ich auch bei Low-Risk einsortieren. Warum? Also A, die meisten Mail-Server, Dovecat oder Postfix, sind extrem gut abgehangen. Also das zweite ist, Remote-Code-Execution ist wieder der Worst-Case. Laptop? Ganz schlimm. Laptop sind also noch ekliger als Public Cloud, weil auf Laptops läuft by Design untrusted Code. Ich sage nur JavaScript. Und dazu kommt noch, wenn ich jetzt vorstelle, ich habe eine Flotte von 20.000 Laptops, da arbeiten Leute mit und ich muss die alle patchen und ich muss die alle notfallmäßig patchen und ich kann nicht daneben stehen und Händchen halten, dann ist das eine unschöne Situation für jeden IT-Manager, für jeden, der dafür verantwortlich ist. Mobile Phone, genau dasselbe. Untrusted Code by Design. Ist auch nur Apps. Firewall? Ja, also auch trotz Sandboxing. Also das Problem ist ja Sandboxing, also je nachdem, wie man es implementiert. Aber wenn der Schutz des Prozessors zwischen den Prozessen nicht mehr funktioniert, dann habe ich halt erstmal ein Problem. Firewall ist für mich auch erstmal Low Risk. Also ASICs sind wahrscheinlich nicht anfällig. Und das zweite ist, da soll nichts drauf laufen, was da nicht drauf laufen soll. Application Server ist ein total spannendes Thema. Habe ich mal in die Mitte gesetzt. Weil da ist gar nicht so sehr der Application Server oder der selbstentwickelte Code das Problem. Da ist vor allem das Problem, ich habe Dutzende, Hunderte von Libraries, die ich mir in diesen Server reinziehe. Also wenn ich jetzt was selber baue. Ich entwickle selber Software, ich deploy die bei mir. In dem kleinen Java-Projekt sind schon mindestens 20 transitive Abhängigkeiten drin. Wenn eine von denen maliziös ist, dann bin ich tendenziell verwundbar. Und das ist ein Riesenspaß. Weil da irgendwie einen Deckel drauf zu kriegen, ist nicht einfach. Ja, Private Cloud kann man argumentieren zwischen Medium und High, je nachdem, was man macht. Aber die spannende Frage ist ja jetzt eigentlich. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt verschiedene Risikoklassen. Wir haben gerade schon mal angedeutet, Risikoklassen im Sinne von Verwundbarkeit, also wie hoch ist das Risiko, dass ich überhaupt angegriffen werde auch oder ausgenutzt würde. Und es gibt noch eine andere Risikoklasse, die ich jetzt im Fließtext mitgegeben habe. Wie riskant ist denn das, sowas zu patchen? Und wie aufwendig ist das? Jetzt mal so Frage an euch.
Und das ist auch die Frage, die jeder Manager für sowas sich jetzt stellt. Wie priorisiere ich denn das? Habe ich verschiedene Patching-Strategien? Patche ich den Datenbankserver genauso hoch priorisiert wie den Laptop? Oder mache ich da eine Reihenfolge rein? Vielleicht kann ich auch entscheiden, den Datenbankserver gar nicht zu patchen. Weil ich sage, 30% Performance-Einbuße für 0,1% mehr höheres Risiko, weiß man nicht. Das ist so die spannende Frage, die sich das Management stellt. Und das war der große Vorteil von Meltdown und Spectre, also aus Security-Sicht. Das war unglaublich laut. Da kam richtig viel Rauch raus. Aber kein Feuer, ne? Das war schon mal gut. Es gibt heute noch keine wirklich ausnutzbaren Exploits. Aber dieser ganze Rauch und dieses ganze Laut, was da passiert ist, hat dazu geführt, dass das Management sich halt Fragen gestellt hat. Wie zum Beispiel, welche IT-Systeme habe ich eigentlich? Und da kam natürlich die Antwort, hey, beim Asset Management, das ist so eine Liste von IT-Systemen. Dann ist man da durchgegangen, festgestellt, okay, Ansprechpartner, gibt's den noch? Was ist eigentlich mit den Systemen hier? Gibt's noch mehr Systeme? Dann fragt man nach und dann stellt man fest, da sind auch ganz viele andere Systeme. Also, und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie die Leute schlecht arbeiten, sondern Asset Management ist ein extrem schwieriges Thema. Ja, und das ist jetzt noch ein bisschen nach oben gespült worden bei ganz vielen Firmen, dass sie festgestellt haben, ich bin gar nicht reaktionsfähig, falls sowas nochmal auftritt. Okay, das war jetzt der, wie gehe ich eigentlich mit sowas um? Ja, also kurz zusammengefasst, Panikpatchen bringt nichts. Ja, und in der Tat, Panikpatchen kann auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Also ich hatte ja den Windows-Patch mitgekriegt, ich glaube von März. Ja, der hat Meltdown effektiv verhindert, indem er den kompletten Schutz abgeschaltet hat. Ja, das war nicht sehr hilfreich. Ja, das ist halt Panikpatchen. Okay, aber jetzt mal ganz kurz, was denn da passiert? Also, der Prozessor ist kaputt, man kann irgendwie über merkwürdige Features kann man Daten auslesen. Also, wie erkläre ich es meinem Kind, ne? Oder wie erkläre ich es dem nicht Informatiker oder dem, der sich für Prozessordesign nur so am Rande interessiert? Mal ganz einfach an, ihr habt eine Burgerbude. Es gibt Pizza, es gibt Burger, es gibt Kaffee. Heute ist die große Eröffnung. Ja, ihr seht der blaue Typ da, der die Bestellung annimmt. Ja, ihr schrägt die CPU, ihr nehmt vom Kunden eine Bestellung an. Ja, die Bestellung ist jetzt ein Burger und ein Kaffee. Dann brecht ihr die auseinander. Ja, Burger machen, Kaffee machen. CPU-mäßig Analogie, dieser gelbe Kringel da oben mit dem Burger und dem Kaffee ist eine CPU-Instruction, also ein Opcode. Und der Burger und der Kaffee wiederum sind Micro-Codes, also Micro-Opcodes. Das heißt, eine CPU, insbesondere die Intel-CPUs, brechen die Befehle nochmal runter in kleinere Befehle, um besser arbeiten zu können. Wir sehen auch gleich, warum das so ist oder warum die das machen. So. Dann führt ihr diese Instruktion aus oder die Micro-Ops und dann kriegt der Kunde seine Bestellung und alles ist gut. Und dann kommt die nächste Instruktion. Heute ist der erste Tag. Ihr macht das zum ersten Mal und ihr wollt play it safe. Also der Kunde gibt seine Bestellung auf. Burger, Kaffee. Ihr macht als erstes den Burger. Ist der Burger fertig? Dann macht ihr den Kaffee. So, hintereinander. Und dann kriegt der Kunde seine Bestellung und kann gehen. Was ist der Vorteil dabei? Es geht nicht simpler. Ja, es ist extrem einfach. Es ist extrem wenig Silikon für die CPU. Und man kann eigentlich keine Fehler machen. Es ist faktisch unmöglich, das zu verkacken. Mal so kurz ganz platt ausgesprochen. Also, hat aber einen ganz großen Nachteil. Ich habe da oben drei Ressourcen, Pizzaofen, eine Burgergrille und eine Kaffeemaschine und ich kann die nur zu einem Drittel ausnutzen. Ja, also ich bezahle für drei und bekomme nur eins. Erstmal so als Invest.
Das ist schlecht. Ja, und es ist langsam. Das ist noch viel schlechter. Also, was mache ich als nächstes? Ja, noch nicht. Das ist wirklich in der CPU, CPU-Instruction, aber Multithreading ist quasi das Betriebssystem-Äquivalent dazu. Ja. Und hier geht es auch nicht um mehrere Kerne. Ne? Hier ist wirklich ein Kern gemeint. Also Pizzaofen wäre zum Beispiel eine ALU, also ein Rechenwerk. Inter? Genau, also 1 plus 2, mehr nicht. Ja, aber wirklich, also ganz, ganz, ganz einfache Operationen. Okay, am nächsten Tag habe ich dazugelernt. Ich mache jetzt Sachen parallel. Und zwar, ich mache den Burger und den Kaffee parallel. Was ist der Vorteil? Naja, also ich bin schon mal doppelt so schnell geworden. Also angenommen, beides dauert gleich lang. Ich habe eine viel bessere Ressourcenausnutzung. Ich habe jetzt schon zweimal an drei Ressourcen gleichzeitig ausnutzen können. Auch super. Aber es ist komplizierter geworden. Ich habe neue Fehlerfälle. Ja, ich gebe dem Kunden seinen Burger und der Kaffee läuft, dann ist die Kaffeemaschine kaputt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie einen Burger auf dem Herd und die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Ich kann dem Kunden eine Bestellung gleichzeitig, also komplett geben. So als Instruktion kann ich nur ausführen oder nicht ausführen, nicht halb ausführen. Also habe ich plötzlich die Situation als CPU oder als Verkäufer hier, dass ich laufende Befehle quasi abbrechen muss. Hatte ich vorher nicht das Problem. Ich habe den nächsten Mal-Code einfach gar nicht ausgeführt. Aber jetzt läuft er ja schon und ich muss ihn abbrechen. Oder viel schlimmer, rückgängig machen, was vorher passiert ist. Aber es geht noch besser. Der Kunde bestellt. Ich mache den Burger. Ich mache den Kaffee. Dann kommt der nächste Kunde dran. Sie will eine Pizza. Und dann mache ich die Pizza. Und jetzt geht es nicht schneller. Ich habe alle Ressourcen zu 100% ausgenutzt. Es geht nicht schneller mit den vorhandenen Ressourcen. Ich habe aber auch ein großes Stück an Komplexität dazu bekommen, weil jetzt mache ich zwei Sachen gleichzeitig. Und zwei Sachen gleichzeitig machen, mit der Sicht nach außen, zu den Kunden hin. Also ich könnte jetzt die Bestellung verwechseln zum Beispiel zwischen den beiden oder was auch immer. Ne? Es wird komplizierter. Ja, was für die CPU ist sehr wichtig, dass die Befehle in der Reihenfolge ausgeführt werden. Das heißt, der Gelbe muss seine Bestellung kriegen, der gelbe Befehl muss ausgeführt werden vor dem Grünen. Ja, Reihenfolge ist total wichtig. Ja, das Beispiel ist, ich ziehe mir den Stuhl hin und setze mich drauf. Wenn ich das andersrum mache, okay, ihr seht das Problem. Ne? Also Reihenfolge ist schon irgendwie wichtig. Aber kriegt jetzt der Gelbe seine Bestellung und kann weitermachen. Upsi. Das nennt man übrigens Superskalar. Ja, das ist so Mitte der 90er. Ja, und seitdem ist es explodiert. Wenn ich jetzt noch schneller werden möchte, dann muss ich mehr Ressourcen dazu packen. Mehr Pizzaöfen, mehr Burgerplatte, mehr Kaffeemaschine, was auch immer. Ja, dann kann ich sozusagen horizontal innerhalb der CPU skalieren. Was halt gerade die, das Silikon hergibt und was irgendwie auch sinnvoll ist. Das macht es natürlich wieder komplizierter, aber wieder unglaublich viel schneller. So, wenn ich mir jetzt das so angucke, dann habe ich plötzlich drei Befehle, die ich gleichzeitig ausführe. Also ich habe den grünen, ich habe den roten und ich habe den gelben. Und auch hier wiederum, wenn man sich die Bestellung anguckt, wird man was feststellen. Nämlich jetzt wird es für die CPU wirklich tricky. Ja, der Gelbe will einen Burger und einen Kaffee. Der Grüne, der ganz hinten steht, möchte nur eine Pizza haben. Und der Rote möchte auch Burger und Kaffee. Also was wird die CPU machen? Jetzt können wir gucken. Erst wird der erste Kaffee fertig, dann wird der zweite Kaffee fertig, dann wird der erste Burger fertig, dann wird die Pizza fertig. Jetzt ist der Gelbe wird noch ausgeführt. Der Grüne ist eigentlich schon fertig. Und der Rote wird auch noch ausgeführt.
Ja, also in der Realität innerhalb der CPU ist der Grüne jetzt fertig, bevor die davor fertig sind. Nach außen hin, ne, Stuhlanalogie, muss die CPU dafür sorgen, dass natürlich erst der Gelbe sichtbar wird, dann der Rote sichtbar wird und dann erst der Grüne sichtbar wird. Ja. Ja, das heißt, so muss das für das Programm aussehen, da rechts. Ist rechts? Ich glaube schon. Das heißt, da ist nochmal mehr Komplexität dazugekommen für die CPU. Was bedeutet also, diese Reihenfolgen und genau diese Thematik, wenn zum Beispiel, kommen wir zurück, die gelbe Instruktion plötzlich einen Fehler schmeißt, aber die grüne schon fertig ist, dann kann das ein Security-Problem sein. Ja, und genau das ist letzten Endes das, was bei Meltdown und Spectre passiert. Also, wo kommt Meltdown und Spectre her? Ja, Verschwörungstheorien macht man ja gerne mal. War es ein Unfall? Ja, war es Böswilligkeit oder war ich einfach nur zu blöd? Kann ja auch sein, ne? Das ist, oder ist es einfach ein extrem komplexes System? Also, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist eine absolut vereinfachte Darstellung eines Prozessors. Ja, da sind endlos lange Pipelines drin. Und das ist der Stand von Mitte der 90er. Ich bin mir sicher, die sind besser geworden in der Zeit. Das heißt aber auch, komplexe Systeme machen komplexe Fehler. Das ist meine Meinung. Und die kann man nicht alle durchdringen. Ja, um es mit Goethe zu halten, paraphrasiert, mit Nachlässigkeit und Böswilligkeit, wenn beides wahrscheinlich ist, dann war es wahrscheinlich Nachlässigkeit. Anderes Thema, um nochmal kurz auszuholen, warum das, was ich gerade erklärt habe, ein Problem ist. Wer von euch kennt das Speichermodell von einem Betriebssystem? So grob, virtueller Speicher und. Okay, alle? Gut, ne? Hervorragend. Dann gehe ich da ganz schnell durch, zeige nur, wo das Problem ist. Ich habe zwei Prozesse, die haben beide einen virtuellen Arbeitsspeicher. Der ist bei 64-Bit-System ungefähr 48 Terabyte groß. Also ein bisschen mehr, als ich an Riegeln drinstecken habe. Und die Annahme vom Betriebssystem oder die Garantie ist, der Prozess A darf nur Prozess A lesen und nicht Prozess B. Ja, sieht man da oben. So, der Speicher selber ist nochmal aufgeteilt, nämlich einmal in User Space und der User Space oder insgesamt nochmal in einzelne Pages. Verwaltungseinheiten, normalerweise bei 4 Kilobyte groß. Gibt es auch andere Größen, das ist nicht relevant. Und den Kernel-Speicher. So. Der Kernel-Speicher gehört dem Kernel. Der Prozess darf nicht auf den Kernel-Speicher zugreifen. Ja, wenn er das tut, dann gibt es den klassischen Segfault oder bei Windows was 10.00 irgendwas 5 oder so, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt nochmal ganz kurz die Fehlerbilder, die auftreten können. Ich habe jetzt irgendwie B und C. B hatten wir eben gesehen, Prozess A greift bei Prozess B rein. Und C ist, Prozess A greift in den Kernelspeicher rein. Das Fehlerbild B ist eigentlich ein ganz spannendes, weil ein Pointer ist halt eindimensional. Also Prozess A hat eigentlich gar keine Möglichkeit, Prozess B zu adressieren, weil die Dimension Prozess in dem Pointer fehlt. Also irgendwie Haken dran, kann nichts passieren. Theoretisch. C ist viel spannender, weil ich kann natürlich eine Adresse ansprechen, die dem Kernel gehört. Da muss die CPU dafür sorgen, dass ich das nicht darf. Und da setzen die beiden Schwachstellen an. Mit Spectre kann ich beides. Ich kann nur sagen, theoretisch einen anderen Prozess beeinflussen, adressieren. Und mit Meltdown kann ich in den Kernelspeicher reingucken. Also mit Spectre auch. Wie sieht physischer Arbeitsspeicher aus? Das ist das in der Mitte. Einfach nur mal kurz gezeigt. Der ist halt bunt gewürfelt. Sind die Speicherseiten drin. Es ist nicht alles, was ich an Speicher habe in dem Programm, wirklich ins RAM gemappt. Manchmal ist es auch ausgelagert, also Paging etc. Kennt ihr alles.
Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn ich den Kernel-Speicher lesen kann, dann kann ich den Speicher anderer Prozesse lesen. Das klingt jetzt erstmal kontra. Warum ist das so? Das ist nicht sehr intuitiv. Weil der Kernel nochmal den kompletten physischen Speicher in jeden Prozessraum reinmappt. Warum macht er das? Aus Performancegründen, weil es einfacher ist. Insbesondere, weil bestimmte Optimierungen innerhalb der CPU, zum Beispiel TLB, so deutlich besser funktionieren. Das ist ein riesen Performance-Boost. Das heißt aber, wenn ich den Kernel-Speicher lesen kann, dann kann ich damit jeglichen Speicher lesen, der sozusagen jedes Programm auslesen, das gerade läuft, das heißt in der im RAM Pages hat. Ja, kann man sich auch angucken, Linux-Dokumentation, da sieht man das genau. Da gibt es einen User-Space und dann gibt es hinten diesen gelben, den gemappten Kernel-Space. Oh. Wie kann ich das jetzt ausnutzen? Also wie kann ich es schaffen, Arbeitsspeicher aus dem Kernel auszulesen? Das ist jetzt primär erstmal Meltdown. Der Angriff ist relativ simpel. So von der Überlegung her, ich lese ein Geheimnis, ich verstecke das Geheimnis und ich hole es wieder zurück. Okay. Arbeitsspeicher ist langsam. 100 Nanosekunden, das sind im Regelfall über 100 CPU-Instruktionen. Das heißt, mit der CPU etwas aus dem Arbeitsspeicher rauslesen, ist unendlich langsam. Jetzt mal für eine CPU. Ja, kurz zum Bild. Ne? Also diese Kästchen sind Adressen und da sind Werte drin. Um das Ganze zu beschleunigen, haben schlaue Leute jetzt gedacht, naja, wenn der Arbeitsspeicher langsam ist, aber billig, dann mache ich doch schnellen Arbeitsspeicher davor, der teuer ist. Ne? Caches. Also, wie läuft das ab? Ich lese es aus dem Cache. Datum ist nicht im Cache. Ich lese es aus dem RAM. Dauert 100 Nanosekunden. Ich speichere es in den Cache. 103 Nanosekunden später habe ich den Wert. Das ist jetzt nicht unbedingt schneller als vorher, aber beim zweiten Mal schon, weil da brauche ich noch 3 Nanosekunden. So. Die Caches arbeiten über die Speicheradressen. Ja, das ist so der relevante Index dafür. Und da ist genau das Problem. Muss nicht ein Problem sein. Aber wir haben gerade schon gesehen, ich kann anhand des Cache-Timings kann ich feststellen, wenn es schnell war, dann war der Wert im Cache. Wenn es langsam ist, war er nicht, oder war die Adresse im Cache. Wenn es langsam ist, war sie nicht im Cache. Wie funktioniert der Angriff jetzt? Das ist eigentlich der spannende Teil jetzt. Wie liest eine CPU denn Daten aus? Also wie geht eine CPU vor, wenn sie Daten aus dem Arbeitsspeicher liest? Also ich muss mindestens mal 2 Sachen machen, also so eine Load-Instruction. Die muss erstmal prüfen, darf dieser Speicher gelesen werden? Wenn dieser Speicher nicht gelesen werden darf, weil er zum Beispiel im Kernel ist oder was auch immer, dann muss die Instruktion abgebrochen werden und letzten Endes der ganze Prozess gekillt werden. Oder zumindest das Betriebssystem muss sich darum kümmern, dass da was passiert. Und der zweite Schritt ist, ich nehme diesen Wert aus dem Arbeitsspeicher und schreibe den in ein Register rein. Ob das jetzt 2 Micro-Operations sind oder 20, weiß man nicht. Ist Betriebsgeheimnis, ist auch ehrlich gesagt völlig egal. Aber das sind so die beiden relevanten Schritte, um die es jetzt hier eigentlich geht. Das Interessante dabei ist, um rauszufinden, ob ich einen Arbeitsspeicherbereich lesen darf, muss ich eventuell noch irgendwo anders nachgucken, ob der Prozess die Berechtigung für diese Page hat, was dann auch wieder im Arbeitsspeicher steht. Das ist ein bisschen verkettete Problematik. Im Beispiel Burgerbude, was wäre so ein bisschen die Analogie, ganz grob, ich bestelle einen Burger und einen Kaffee, der Burger ist fertig, die Kaffeemaschine funktioniert nicht und dann gibt es halt nichts. Also so, wie funktioniert der Angriff? Ich habe ganz unten sieht man eigentlich die Micro-Operations, 1 und 2, das ist genau prüfen, ob es geht, ob man darf. 2 ist Wert auslesen und 3 ist der magische, ich verstecke das Datum woanders, zeige ich dann gleich. So,
Links, also Check Access, Read into Register, Magic, ist der logische Programmablauf. Ja, funktioniert, also wird eins fehlschlagen, das gäbe eins, dann wird halt der Prozess abgebrochen. So, Ende. Wenn man es schlau anstellt als Angreifer, kann man aber die rechte Seite hinkriegen. Das heißt, die CPU liest erst den Wert aus, weil es schneller geht. Performance ist wichtig. Und prüft nachgelagert, ob man das darf. Nachgelagert heißt, in dem Fall, bevor diese Instruktion wirklich gültig wird, also Schattenwelt, muss diese Prüfung stattgefunden haben, aber ich kann ja parallel schon mal ein paar andere Sachen machen, ne? Den nächsten Kunden schon mal bearbeiten. Ja, das ist gerade mit der Pizza. Ja, also der Blaue ist wie die Pizza, wenn die Kaffeemaschine und die Burgermaschine belegt ist. Ja, das ist kein Problem. Ja, das ist, haben wir gerade gesehen, in der Burgerbude überhaupt gar kein Thema, wenn alles ordentlich läuft. Und wenn alles ordentlich läuft, heißt, dieser blaue Befehl darf nichts in der echten Welt, in der Realität machen. Bürgerbuden-Analogie, der darf seine Bestellung nicht kriegen. Hier bei uns heißt es, der darf nie passiert sein. So, und jetzt das Problem, was jetzt passieren kann, ist, dass genau wie eben, Kaffeemaschine kaputt, Burger ist da und der Kunde rennt mit seinem Burger weg. Also, wie läuft der Angriff? Also wie nutze ich das eigentlich aus? Ich brauche eigentlich zwei Akteure, einmal einen Spion und einmal einen Einsammler. Wir haben rechts den Arbeitsspeicher, die beiden haben ein Protokoll vereinbart, also wie sie miteinander kommunizieren können. Also die Herausforderung ist ja, die müssen so miteinander kommunizieren können, dass sie innerhalb dieser Out-of-Order-Execution-Microcode-Welt miteinander reden können, obwohl die CPU versucht, das zu verhindern. Was sie dazu machen, wir haben Geheimnisse mit dem Wert 1, 2 oder 3, das ist das Rote, und der Spion und der Kollektor haben sich jetzt vereinbart, pass mal auf, es gibt drei Adressen. Die eine Adresse steht für die 1, für den Wert 1, die andere Adresse steht für den Wert 2 und die dritte Adresse steht dafür, dass das Geheimnis 3 ist. So. Wie läuft der Angriff? Der Spion liest dieses Geheimnis. So. Das Geheimnis ist im Cache. Das heißt, die CPU zieht dieses Geheimnis schon mal rüber. Ja. So. Leider kann die Prüfung dieses Geheimnisses nicht direkt stattfinden, weil zum Beispiel der Page-Table-Entry nicht im Cache steht. Also verschiebt die CPU das Prüfen nach hinten und macht schon mal mit dem nächsten Befehl weiter. Out-of-Order-Execution. Was der Spion jetzt, und das ist dieser blaue Teil, macht, der hat rausgefunden, das Geheimnis ist eine 3. Jetzt erinnern wir uns an das Protokoll, was die beiden sich ausgebaut haben, der Spion und der Einsammler. Ich als Spion, wenn es eine 3 ist, markiere ich die Adresse 3. Mit diesem Häkchen. So, irgendwann kommt das Betriebssystem drauf, das hätte gar nicht passieren dürfen, killt den Spion und jetzt muss der Einsammler gucken, welcher der Adressen markiert ist und die Adresse 3 ist markiert und dementsprechend war das Geheimnis 3. Wie funktioniert das jetzt in echt, so in der Realität? Das Geheimnis steht im Cache als Grundvoraussetzung. Das heißt, ich kann das auslesen, ich greife auf die Adresse zu, die 3 markiert, damit wird diese in den Cache gezogen. Der Spy wird weggekillt und jetzt kommt der Collector an und guckt sich einfach nur die drei Adressen an. Ich greife auf den einen zu, dauert 103 Nanosekunden. Ich greife auf den nächsten zu, dauert 103 Nanosekunden. Ich greife auf den dritten zu, dauert 3 Nanosekunden. Ja, also das ist quasi die Markierung, die der Spion hinterlassen hat. Das, was schnell geht, ist das Geheimnis. Also wird die Adresse
die für den Wert 3 steht, schnell ist, dann war es wohl der Wert 3. Das ist in der Realität natürlich ein bisschen mehr tricky, weil der Spion muss dafür sorgen, dass der Cache irgendwie halbwegs leer ist oder zumindest, dass die anderen 3 nicht gecached sind. Der Collector, wenn er läuft, muss hoffen, dass der Cache, wenn er das Cache-Timing macht, noch die richtigen Werte enthält. Es kann auch sein, dass die CPU zwischen Spy und Collector irgendwas anderes ausführt und dafür den Cache leer räumt. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ja, aber so, genau mit diesem Trick, kann man über die Out-of-Order-Execution Arbeitsspeicher auslesen. Und zwar Kernel-Speicher auslesen. Wie wir gerade gelernt haben, kann ich Kernel-Speicher auslesen, kann ich alle Prozesse auslesen, die laufen. Eigentlich total simpel. Ja, jetzt, was wäre die naive Maßnahme, das zu verhindern? Naja, also, ich muss ja den Kernel-Speicher gar nicht mappen, wenn ich im Benutzerkontext laufe. Ja, ein Programm läuft im User-Kontext. Wir haben ja gerade gesehen, der Speicher ist gemappt, der virtuelle Speicher. Ich kann auch den kompletten Kernel-Speicher anmappen. Und wenn ich in den Kernel wechsle, dann mappe ich erst den Kernel-Speicher wieder rein. Kann man machen. Ja, macht aber viele CPU andere Caches, gerade den TLB-Cache, kaputt. Und daher kommt bei Meltdown bei den ersten Fixes die Performance-Problematik. Ja, kurz zusammengefasst, Out-of-Order-Execution war das Problem und Timing für Side-Channels. Damit kann ich den kompletten gemappten Speicher lesen und damit kann ich alles lesen. Ich kann aber nicht aus einer VM raus. Nein, das ist wichtig. Ja, ich kann nur innerhalb eines Betriebssystems arbeiten. Ich komme nicht auf den Hypervisor oder darüber hinaus. Spectre werde ich jetzt, also das war jetzt relativ detailliert, ja, und Zielgruppe ist auch so eigentlich gewählt, dass man das auch, ich sag mal, nicht Hardcore-Techies erklären kann. Das heißt, ihr kanntet viel davon schon. Spectre werde ich ein bisschen oberflächlicher machen, also A, weil es irgendwie noch komplizierter ist und B, weil die Zeit sonst zu Ende ist. Spectre nutzt die spekulative Ausführung, das ist was anderes als eben. Eben war es out of order, jetzt kommt spekulative Ausführung und beeinflusst andere Prozesse. Also spukhafte Fernwirkung, würde Einstein jetzt sagen. Also, wie funktioniert das? Also genau so eigentlich vom Ablauf her wie Meltdown, ne? Ich zwinge das Opfer, irgendwie was zu verraten und hole es mir dann wieder raus. Aber der gelbe Teil ist der spannende. Der arbeitet unter Umständen, oder unter anderem, es gibt mehrere Varianten mittlerweile, über die Branch Prediction. Also, Branch Prediction und spekulative Ausführung, was bedeutet das? Okay, das bin ich. Okay, jeden Tag Kaffee. Das ist jetzt Montagmorgen, da stehen ganz viele Leute vor mir und der Typ sieht mich hinten in der Reihe stehen. Da sind noch 2 Kaffeemaschinen frei. Wenn der schlau ist, dann macht er jetzt schon mal einen Kaffee, ohne zu wissen, ob ich ihn haben möchte. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Kaffee will, ist sehr hoch. Die Kosten, wenn er den Kaffee wegschmeißt, sind extrem niedrig. Wenn er jetzt aber, ne, wenn ich jetzt abwarten würde, oder wenn er abwarten würde, ich gehe da hin, bestelle mal einen Kaffee, da muss er quasi den Kaffee machen, vielleicht ist dann aber derzeit die Kaffeemaschine schon belegt. Also, wenn er schlau ist, macht er spekulativ für mich einen Kaffee. Und in den meisten Fällen wird er damit recht haben. Und damit hat er wieder eine bessere Ressourcenauslastung. Und mehr Komplexität. Dann soll er nicht langweilig werden. Das ist auch der große Unterschied. Bei Meltdown weiß die CPU eigentlich, was als nächstes an Befehlen kommt. Bei Spectre glaubt die CPU, was als nächstes passiert. So.
Und die glaubt das, indem sie Heuristiken benutzt. Und um das mal zu einfach nur, diese Heuristiken sind extrem kompliziert. Das sind Betriebsgeheimnisse, um euch mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie wichtig diese Heuristiken sind. Also Intel arbeitet gerade daran, diese Heuristiken mit KI in den Prozessor zu verlagern. Also das auf dem Prozessor Sprungvorhersagen mit KI-Mitteln sichergestellt werden. Also das ist ein extrem großer Hebel bei Performance. Wie würde das jetzt hier ablaufen? Ich habe so eine Schleife von B, C, D. Bei C wird der Zähler runtergezählt. Ich habe das mal nicht animiert. Und wenn ich jetzt bei D angekommen bin, dann wird die CPU mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit diese Schleife machen. Ohne erstmal zu gucken, ob der Counter wirklich größer 0 ist oder nicht. Das tut sie schon. Aber spekulativ, während sie guckt, ob der Counter größer 0 ist, macht sie schon mal den Befehl B. So, wie funktioniert das denn echt? Ich habe gedacht, da laufen Heuristiken in der CPU ab. Das heißt, es gibt die CPU rät. Und sie rät aufgrund von gelerntem Verhalten der Prozesse. Ja, wenn die Schleife immer gelaufen wird, lernt die CPU relativ schnell, da ist immer diese Schleife, also kann ich da langlaufen. Diese Heuristik, die ist aber nicht prozessspezifisch. Bei Intel zum Beispiel. Diese Heuristik ist adressspezifisch. Ja, und zwar heißt das, zwei Prozesse teilen sich dieselbe Heuristik. Ja, Shared State. Das ist ein Hidden State, aber der ist effektiv ein geteilter State. Aber jetzt Security und jeder, der schon mal irgendwie mit sowas programmiert hat, Shared State ist immer schlecht. Ne? Ich sage nur globale Variablen, eine ganz doofe Idee. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Bedeutet aber auch, dass Prozess A die Branch Prediction von Prozess B manipulieren kann. Das ist nicht ganz trivial, weil wenn der auf den virtuellen Adressen arbeitet, muss ich ja als Angreiferprozess wissen, wo muss ich da meine gefakte Schleife hinmachen, an welche Adresse, dass ich irgendeine andere Schleife in dem angegriffenen Prozess manipulieren kann. Naja, das ist nicht ganz trivial. Dann machen Betriebssysteme noch so blöde Sachen wie, die mappen randomisiert die Programme in den Arbeitsspeicher. Warum machen sie das? Nicht das, aber ähnliche Angriffe zu verhindern. Ja, Address Space Randomization. Das heißt, der Angriff ist sehr, sehr, sehr komplex. Hat aber einen großen Vorteil, da ich direkt über den Shared State der CPU gehe, kann ich auch den Hypervisor angreifen. Also ich gehe jetzt nicht über irgendwie Arbeitsspeicher und Mapping und Page Table Entries, sondern ich gehe wirklich direkt über die basalen Ausführungseinheiten der CPU. Das ist total super, aber noch viel komplizierter und deswegen funktioniert es in der Realität noch nicht wirklich gut, bis gar nicht. Ja, aber wie das so ist, ne, Angriffe werden nicht schlechter. Ja, also wie sieht so ein Angriff aus? Das ist eigentlich, also aus dem Paper jetzt, das ist eigentlich der Angriff. Als Angreifer kann ich X kontrollieren. Ich beeinflusse oben diese If-Abfrage als Angreifer. Ich mache zwei Sachen, ich kontrolliere X. Ich beeinflusse die Branch Prediction für den da oben, und zwar so, dass die If-Abfrage als wahr angenommen wird und damit führt die CPU spekulativ das da unten aus. Ja, wenn man jetzt mal ganz genau hinguckt, was macht das? Das macht nichts anderes als das, was ich gerade bei Meltdown erklärt habe. Ich markiere eine Zelle, indem ich oder einen Arbeitsbereich, abhängig von dem Wert, der woanders steht, indem ich ihn in den Cache reinziehe. Der Wert von Y, der ist total irrelevant in dem Angriff hier. Relevant ist, dass ich auf eine Speicheradresse zugreife, die über Array 1 indiziert wird. Und da die Prüfung für X auf den Bounce nicht funktioniert,
also spekulativ nicht funktioniert, kann ich den kompletten Arbeitsspeicher auslesen. Muss man mal im Einzelnen dann durchgehen. Es ist eigentlich relativ einfach. Eigentlich. Ja, die Realität ist halt ganz anders. Es gibt noch einen anderen, ganz viele andere. Eben habe ich gesagt, ich habe nur einen, ich kann nur sagen, ob der Sprung stattfindet oder nicht. Es geht noch einen weiter. Ich kann auch die Sprungadresse beeinflussen. Das kann ich sagen, also der CPU vorgaukeln, dass ein bestimmter Sprung an eine bestimmte Adresse geht, wenn das ein indirekter Sprung ist. Das wiederum ermöglicht mir, beliebigen Code auszuführen, wenn ich denn weiß, wo er liegt. Wenn ich das machen kann, muss ich ja nur noch als Angreiferprozess irgendwo diesen Code reinkriegen. Am besten irgendwo hin, wo er überall verfügbar ist. Ja, und dann kann ich damit spekulativ meinen Angriffscode durchführen. Ja, das macht es nicht einfacher, aber gefährlicher. Gar nicht mehr ins Detail reingehen. Das heißt, wir haben verschiedene Risikoklassen. Mal festhalten, das Management von sowas ist extrem schwierig. Nicht unbedingt nur, weil das Fixen dieser Bugs massive Eingriffe in CPU-Design, in Betriebssysteme, in was auch immer nehmen muss, weil das quer eigentlich zu allen Optimierungen der letzten 20 Jahre läuft. Also es nutzt genau diese Optimierung aus und wenn ich die jetzt rausnehme, dann funktioniert es nicht wirklich gut. Also nur so als Beispiel, wie wichtig diese Optimierungen sind, wenn ich bei der CPU den CPU-Cache abschalte. Rein spekulativ, ich schalte den Cache ab. Und der Bildschirmschoner geht an, ne, schwarzer Bildschirm, ich drücke eine Taste und dann kriege ich die Timeout-Meldung, dass ich mein Passwort nicht schnell genug eingegeben habe, schneller als dass der Dialog angezeigt wird. Einfach nur, weil der CPU-Cache aus ist. Also diese Mechanismen, diese Performance-Optimierung sind essentiell dafür, dass moderne Rechner überhaupt funktionieren, wie sie funktionieren. Und deswegen ist es auch schwierig, das einfach abzuschalten. Die Ausnutzbarkeit hängt extrem davon ab, was mit den Systemen gemacht wird. Ein Datenbankserver. Und da werden noch mehr kommen. Da sind mehr gekommen. Das ist jetzt irgendwie von 3.5., aber da kommen hier immer mehr. Man kann mittlerweile AES-Keys auslesen, indem man die Register für AES-Operationen und die Register für Floating Points intern dieselben sind. Ja, also ganz verrückte Sachen. Was Meltdown und Spectre gemacht haben, dadurch, dass sie so öffentlichkeitswirksam waren, viele, viele schlaue Leute haben festgestellt, hey, guck mal, das ist ein total unbearbeitetes Feld an Security-Bugs. Lass es doch mal gucken. Und das tun die jetzt. Und das Ärgerliche ist, Patchen ist, habe ich gesagt, ist schwierig. Weil Silikon-Patchen geht halt nicht. Okay, so viel dazu. Fragen? Ja, erstmal danke für den Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, fang mal da oben an. Hallo, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Bezüglich deinem Threat-O-Meter wollte ich fragen, ob du davon ausgehst, dass die Datenbank und der Mail-Server auf Blech laufen und inwieweit würde sich das verändern, wenn sie in einer virtuellen Umgebung laufen? Gute Frage. Also, die Annahme da ist in der Tat, also wir werden angegriffen, die Datenbank oder der Mail-Server, also läuft auf dem Blech, würde das Ganze in der virtuellen Maschine laufen, würde es in der Tat weiter in ungünstig reinwandern, also in gefährlich, weil dann genau diese Argumentation zieht mit Public-Private-Cloud. Also genau so ist das, man muss genau halt gucken, was das primäre Angriffsziel ist. Spannend.
Sportlich. Ja. Wie ist denn der Status der Patches im Moment? Also rennt man so hinterher, sagt, okay, wir patchen und dann kommen jeden Tag neue Ausnutzbarkeiten? Oder wie ist das Wettrennen im Moment gelagert? Ja, das eine ist die Verfügbarkeit von Patches. Ja, da kommen jetzt die ersten. Also Intel hat ja jetzt angekündigt, die neuen CPUs sind gegen bestimmte Angriffe immun. Es gibt neue Microcode-Patches. Ja, auch da hat sich Intel ein super Ei gelegt. Betriebssystem-Patches kommen ja auch regelmäßig neue raus. Und das eine ist, es gibt neue Patches, die kommen auch. Ja, die kommen zeitverzögert, ja, das ist so. Ja, ich glaube, man kriegt es vielleicht hin, dass die jetzt schneller kommen. Die andere Frage ist, ob die eingespielt werden. Wenn ich mir jetzt angucke, ich sag mal, so ein alteingesessenes Unternehmen, das keine eigene IT hat, sondern nur einen Administrator, ne, muss man nicht drüber reden, habe ich so eine klassische IT mit, wir patchen einmal im Jahr, weil die Prozesse das so vorgeben, habe ich auch ein Problem. Ne? Also das Problem ist noch nicht mal so sehr, dass die Patches da sind. Ich glaube eher, dass sie überhaupt eingespielt werden. Warte, hier gab es irgendwo Kaffeesatztüten eben im letzten Vortrag. Ich weiß es, also man verhindert bestimmte Angriffe. Trotzdem muss man ja sagen, die Voraussetzungen für Meltdown und Spectre sind für den Angreifer im Moment noch extrem hoch. Deswegen wäre jetzt meine Einschätzung, ob ich heute patche oder nächste Woche patche. Also wenn du mich fragen würdest, Meltdown und Spectre oder Struts 2 patchen, das wäre eine ganz einfache Antwort. Ja, weil das eine ist ausnutzbar direkt und das andere ist schon ein bisschen komplizierter. Vielleicht eine recht platte Frage. Ich höre immer nur, dass die ganzen Softwarehersteller alle patchen wollen. Arbeiten denn überhaupt Intel und AMD überhaupt an der Ursache, beziehungsweise wollen die überhaupt das Problem irgendwann mal lösen? Weil von denen für euch in den Medien so gut wie gar nichts. Naja, die wollen schon. Ne, also Intel hatte jetzt neue Prozessoren angekündigt, die genau diese Schutzmechanismen haben. Also interessanterweise darf man für diese Prozessoren auch für die Microcode-Updates keine Benchmarks mehr veröffentlichen. Keine Ahnung, ob das einen Zusammenhang gibt, aber ja, die sind da dran. Die wollen das tun, die müssen was tun. Die werden bestimmt am Anfang jetzt auch mehr Sale dadurch haben. Also aber nicht, weil das irgendwie für die toll ist. Aber ich glaube, die werden ein Riesenproblem haben. Ja, weil sie jetzt viele Optimierungen nicht mehr machen können und viele Sachen, die im Moment Prozessoren machen, noch gar nicht analysiert wurden auf genau solche Nebenläufigkeiten oder Querabhängigkeiten. Also ich glaube schon, dass das in den nächsten 3-4 Jahren deutlich besser wird. Ja, aber ich meine, wie oft wechselst du die CPU aus? Ja. Ich habe noch eine zweite Frage, die in eine relativ andere Richtung geht. In der Hoffnung, dass du mit mehr als einem Rechenzentrum zu tun hast, wollte ich fragen, wie deine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Anbietern sind, wie schnell sie patchen und ob sie patchen und was deren Antworten auf Anfragen waren. Kann ich so in der Tat gar, oder will ich jetzt auch gar nichts zu sagen? Das ist ein bisschen schwierig, so Blaming und Fingerpointing. Also die Betriebssystemhersteller, die großen, sowohl Red Hat als auch Microsoft, sehr bemüht, was zu tun. Ja, weil bei denen das eben genauso angekommen ist, managen und weiß Bescheid, es ist eine große Welle. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, sehr schnell zu patchen. Ja, und ich glaube, das wird auch weiter so laufen. Bei immer kleineren Firmen oder kleineren Geschichten würde ich schon behaupten, dass das sich noch ein bisschen hinzieht. Eben genau, weil das ein Riesenressourcenthema ist. Ja, für eine Frage hätten wir noch Zeit. Gibt es noch eine Frage? Okay. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es schon Warnungen gegeben hat, als man dieses Out-of-Order Speculative Execution, als man das so angefangen hat nach dem Superskalan und sowas, dass da so Leute gab. Weißt du, war das wirklich fundiert oder hat es da Leute gegeben, die das schon signifikant gesehen haben oder ist das jetzt nur so im Nachhinein, ja, hinterher ist man immer schlauer? Also kann ich jetzt auch nur raten, was man jetzt aber natürlich sagen kann, also diese Intel-CPUs haben schon vor längerer Zeit die Möglichkeit bekommen, Page-Table-Entries Prozessen zuzuordnen und das macht eigentlich nur dann Sinn,
wenn man, also die TLB-Einträge, wenn man das genauso ein Angriffsszenario im Sinn hat, also das ist jetzt aber nicht fundiert. Entschuldigung, vielleicht kann ich da eine Antwort dazu geben. Da gab es einen schönen Vortrag auf der FOSDEM, die letzte Keynote von John Masters dieses Jahr im Februar. Das ist ein Red Hat-Mensch, der das analysiert hat und der 8 Stunden lang am MIT darüber erzählt hat, oder Stanford, weiß ich nicht. Die Antwort war, diese spekulative Ausführung oder Out of Order Execution wurde von dem IBM-Entwickler in den 60er Jahren für die IBM 360-Architektur erfunden. Und darauf gründet ein Teil von diesen ganzen IBM-Architektursachen, die da später gelaufen sind. Und er hat schon darauf hingewiesen, dass es da Security-Probleme gibt. Und damals war schon, also ich glaube nur für den Meltdown, nicht für den Spectre-Teil, aber damals war schon das Konzept klar und die Risiken und Probleme, die in der IBM-Architektur so nicht aufgetreten sind, das ein bisschen ganz kurz angerissen aufgeführt, also mal nachschauen, John Masters, gibt es Talks zum Meltdown, war zum Beispiel am 4. Februar in Brüssel auf der FOSDEM. Also das wusste man wohl schon relativ lange, aber es musste erstmal schnell gehen, 40 Jahre später. Hervorragend. Hab ich die Frage gut beantwortet? Genau. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende der Zeit angekommen. 5 Sekunden noch? 5 Sekunden, ja. Also, fehlt irgendwas? War es langweilig? War es super? Feedback hilft, nicht mehr mir, auch allen anderen Vortragenden. Ich sag mal, es gibt nichts Schlimmeres, als sich selber zu langweilen. Doch eine Sache gibt es, die nächsten Zuhörer, ne, dasselbe Schicksal angedeihen zu lassen. Ja, das heißt, also bitte, also da vorne kann man, glaube ich, irgendwie drücken. Man kann, glaube ich, auf der Webseite auch Feedback mit Buchstaben geben, also so ganze Sätze, das wird total helfen. Also nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und ich weiß, im Regelfall macht das keiner, auch wenn ich sage. Deswegen nochmal die Bitte, tut was. Ja, danke. Also in diese, in der Art hier, ich habe den Vortrag auf der FOSDEM auch gehört, kann ich nur empfehlen, das im Zweifel nochmal als Vertiefung sich anzuschauen. Gibt es ja noch im Netz. Das war auf einem ganz anderen Niveau sehr in die Tiefe gehend. Ich fand das jetzt sehr schön in dem Fall, dass es eben auf einem sehr viel höheren Level oder weniger in die Tiefe gehend gewesen ist, dass man es eben auch gerade mal Managern und so etwas in der Art zeigen kann, was ja schon für viele Leute sehr wichtig ist, dass man das eben auch kommuniziert bekommt, was da eigentlich das Problem ist. Deswegen von meiner Seite auch nochmal schön danke. Danke. Und das war Jens Neuhalfen mit Meltdown und Spectre. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause und das nächste hier ist dann die Keynote um 12.55 Uhr, beziehungsweise davor ist noch eine kurze Begrüßung oder so etwas. Dann, ja. Danke.